So. Der Block da hinten, der ist ein bisschen seltsam. Das juckt mich jetzt aber eigentlich auch nicht wirklich. So. Der Block ist da. Der Block ist da. Der andere Block muss jetzt auch dran glauben. Tschüss. So. Ich gehe mal hier die Treppe hoch, einfach zum Wissen. Also die Blobs finde ich echt seltsam. Wie die in den Räumen rumhängen, das ist echt skurril. Aber ich frage da jetzt gar nicht nach. Ich persönlich halte es für einen Bug, aber vielleicht ist es das ja auch gar nicht. So, da hinten geht es auch noch weiter. Und von oben kommt auch noch was. Allerdings kommen wir da nicht hin. Da kommen wir wahrscheinlich hin, wenn wir alle Kreaturen getötet haben. Inklusive diesem Schleim. So. Kann ich hier mal den Eiszauber wieder Schnelltaste zuordnen. Zack, zack. Wieder hier drauflegen. So. Ich habe keine Ahnung, was... Ich könnte ja mal mit dem Bogen reinschießen. Das ist so ein riesen Schleimblob. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, wie man den besiegt am besten. Ich will es auch nicht unbedingt ausprobieren. Zwei. Das ist ja schon fast lächerlich. Zwei ist ja echt lächerlich. Ha, perfekt. So. Was ich bei den Kaspern jetzt mache, weiß ich auch noch nicht. Das ist gar nicht so blöd eigentlich. Mit dem... Ich meine, die halten relativ viel aus. Aber mein schöner Schädel, der macht das schon zumindest den einen mit Sicherheit mal sukzessive platt. So. So. Können wir hier auf den Knüppel... gehen wir mal aufs Schwert. Können wir hier mal aufs Schwert gehen. Genau, und haben den Typ tot gemacht. Das ist toll. Und ich dachte, da wird irgendwie eine Leiter aktiviert oder sowas, aber offenbar nicht. Wir gehen mal wieder... Na, gehen wir mal aufs Schwert einfach. Falls jemand direkt vor uns steht, dann haben wir den gleich. Okay, da unten würde es wieder rausgehen. Da hinten müssten wir quasi einen Lift aktivieren. So, was ich jetzt allerdings als erstes machen möchte, ist wirklich hier unten den Zugang öffnen. Einfach damit wir es gemacht haben. So, die beiden Zugänge haben wir offen. Dann fehlen eigentlich bloß noch die nach da drüben. Perfekt.
Okay, dann gehen wir hier mal hin. Und schauen wir, ob wir dich runtergeholt kriegen. Ja, tun wir. So. Machen wir das gleich doch auf der anderen Seite genauso. Hehehe. So, und dann können wir hier rüber hüpfen. Also hier nicht. Sondern anders. So. Vielleicht, wenn wir den Ring aktivieren. Aber das ist ja jetzt... Die Münze ist mir gerade egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir vielleicht nicht egal wäre, wären die Fässer da drüben. Weil ich die einfach mitnehmen kann. Und dann tun wir das doch einfach auch. So, zack und zack. Magiepfeil und Magiepfeil. Ich könnte mal Inventar sagen. Irgendeinen Ring muss ich doch mal deaktivieren. Schaden mit... Bah. Schwertern plus 10. Kritische Treffer, Nahkampf. Schutz gegen Schatten. Komm, den stecken wir mal weg. Und dann nehmen wir mal den da. Ausrüsten. Zack, zack. Zack. Okay. Also können wir jetzt zwei weiter hüpfen. Wenn wir es richtig machen. So, magische Essenzen. Zack, zack. Der ganze Spaß kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das müssen wir immer im Auge behalten. Tell me something about this Zara. I wish to know to whom I owe the honor of bearing his name. He was a being from an intelligent and wise race that lives beyond the stars, who hold honor above all else. But for some reason he left and was converted into a dark Templar, and was exiled to a planet far from his homeland. I sense similarities between our histories. Maybe you were someone from a unique race, and you ended up being converted into a being of the darkness, a shadow. And he never returned seeking vengeance? Yeah, he went back, but to help his race face a big threat. What? He offered his life for those who repudiated and exiled him? Yep. But how is this possible? Because though he was a being of darkness and was exiled, his heart was noble and he didn't want to break the promises he once gave to his people. I wonder if you've ever had to kill anyone from your own race for entering the castle. I do not know which race I was in life. I have no memories. But what if you knew? Would you kill them? I would. It is my duty to protect this castle. I see. Well, I don't think you should. Stupid human, how dare you presume to know me better than I know myself? Because your pride blinds you. You try to ignore reality just because you don't like it. Ja, das macht man manchmal. Das macht mir keine Freude. Muss ich hier gleich mal sagen. Und die Augen da drüben, die... Da habe ich auch keine wirkliche Lust drauf. Ah, mein Schädel, natürlich. Wieso auch nicht? Was ich aber auch ganz gerne benutzen würde, wäre... Das ist immer so ätzend. Ich habe viel zu wenig... Ah, ich habe viel zu wenig... Ah, viel zu wenig habe ich. Und ah, und überhaupt. Ich habe einfach viel zu wenig Möglichkeiten, Schnelltasten zuzuordnen. So. Du. Hier, hinüber. Ah.
Wiedersehen. Verlangsamung aufgehoben. Zack. Zack. Magische blaue Essenzen. Zack und zack. Was auch immer das jetzt war. Na, Scully, kümmere dich mal darum. Na, wobei. Na, hopp. Dankeschön. Wunderbar. Und Dankeschön. Also irgendwie die Ortsbestimmung von diesen Dingern nicht wirklich richtig korrekt. So. Und so. Dann komme ich hier noch hoch. Jo, passt schon. Inventar. Wo ist mein Schwert? Ach, da oben ist mein Schwert. So, dann sage ich dir doch mal. Zack, Schnelltaste zuordnen. Zack, hier unten wieder. Behalte es aber noch. So. Ist jetzt rum. Dann kann ich ja hier wieder auf Fässer einknüppeln. Ich muss hier von oben kommen, kann es sein? Oder muss ich die beiden Jungs töten? So. Ich würde hier ganz gerne auf den Bogen gehen. Ah, verdammt. Die brennen echt gut. So, das ging hier erstaunlich schlecht, muss ich sagen. Zack, zack, zack. Licht an. Da, da. Bogen aktivieren. Okay. Okay, Sierra. Hau mal ab. Dreht euch um. So, heil dich mal. Eigentlich würde ich ganz gerne diesen Löschenzauber machen. So. Den einen kann ich dann ja von hinten abmeucheln. So, den anderen kann ich dann auch von hinten abmeucheln. Es war vielleicht gar nicht so verkehrt, die hier runter zu locken.